Guten Tag zusammen, jetzt leckt das gerade wie Hölle, warum auch immer. Guten Tag, willkommen zurück bei Subnautica. Und ja, wie ihr seht, ich bin hier schon wieder mal ein bisschen unterwegs. Ich habe gerade so ein Stasis-Gewehr Teil 3 gefunden. Und worauf ich jetzt auf der Jagd bin, ist Silber. Denn, ich sehe hier gerade unten was. Da sehe ich gerade was. Und zwar, ich zeige euch mal, worauf ich nämlich scharf bin. Und zwar, wo ist denn das? Da. Diese Seemod-Modifizierungsstation. Dafür brauche ich noch zwei Computerchips. Und für die Computerchips brauche ich wiederum Silber. Und ja, deswegen brauchen wir Silber. Deswegen sind wir hier unterwegs. Und ich will mal schauen, dass ich hier eben halt Silber finden kann. Ich bin hier gerade mit der Seemotte hingegondelt. Was ihr ja da seht. Also da ist die Seemotte. Und da will ich mal sehen, dass wir Computerchips bauen können, weil ich denn mal denke... Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Komm, 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 Meter, zwei Meter, zwei Meter, ein Meter. Oh. Halla, die Waldfee. Ja, und wie gesagt, dann mal gucken, was wir da für Modifikationen bauen können, erforschen können. Ich weiß es noch nicht. Scheiße, hoffentlich habe ich jetzt das Stasis-Modul nicht aus dem Blick verloren. Scheiße. Habe ich natürlich gerade. Wo war es denn? Wo war es denn? Scheiße. So, auf jeden Fall. Ach, da unten ist es, ich sehe es schon. Oh. Na. Ach so. Halt die Winterranke. Ich will keine Winterranke. Ich will hier dieses. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Das ist aber auch schwierig. Nee, wie gesagt, und dann mal wollen wir mal. Was? Was ist das? Was? Scheiße, ich sehe nichts mehr. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir so ein Gewehr bauen können, dass wir hier dieses Stasis-Gewehr bauen können. Scheiße. Ich werde mich mal in die Modde setzen. Da lässt sich das Ganze, glaube ich, ein bisschen besser beobachten. Und dann sind wir einen kleinen Tick sicherer. So. Mal gucken, ob wir jetzt dieses Stasis-Gewehrmodul, ob wir das finden. War schon das? Nö. Mal gucken. Ja, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Ich habe auch an der Basis noch ein klein wenig weitergearbeitet. Ich habe da einen zweiten Raum gesetzt, den ich so ein bisschen als Aufenthaltsraum deklariert habe. Habe noch ein paar Wandschränke. Ja, das tankst du aber auch nur. Und so war zumindest erstmal der Plan. Und dann wollen wir mal schauen. Und ich habe mir ein Aquarium gebaut, das ist auch recht witzig. Das ist wie so eine Art, kann man sehen, wie entweder man macht sich da Zierfische rein oder man kann das natürlich auch als so kleines Fischelager natürlich nutzen. So, und jetzt will ich mal eben gucken, dass wir hier rauskommen. Die Fuf, das war doch ein Stasis-Gewehr, ne? Och, Mann! Verpiss dich. Wo? Ich habe nur noch 4%. Scheiße. Hulla. Ich kann da aber gar nicht auf mein Inventar zugreifen. Das finde ich ein bisschen blöde. Och man, verpiss dich doch mal. Kann ich hier nicht irgendwie eine Sonde setzen oder so? Wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir hier erstmal einen Augenblick ausharren und warten, bis die Viecher weg sind. Ja, komm, verzieh dich. Ein bisschen steigen.
will mich nochmal auf das Stasis-Modul nämlich runterleuchten, damit ich das dann gleich finde. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir brauchen Silber für die Mikrochips. Und dann bin ich echt gespannt, was wir noch an Zusatzmodulen hier für die Seemotte bauen können. Alter. Weil ich will hoffen, dass man hier vielleicht mal so ein bisschen, weiß ich nicht, dass man hier vielleicht noch irgendwelche Ortungssysteme reinbauen kann oder Verteidigungssysteme, dass man vielleicht mal irgendwas schießen kann oder so. Und, oh ja, ist ja gut. Und das Tolle ist natürlich, oh Alter, dass das ist eigentlich das letzte Modul für die Stasis, für das Stasis-Gewehr. Dann könnte ich nämlich auch das Stasis-Gewehr nämlich bauen. Und ich denke mal, da könnte ich mich gegenüber den Viechern dann auch ganz gut behaupten. Und da liegen auch schon wieder Zähne. Ich meine, es ist natürlich so klar wie Kloßbrühe. Ich brauche die Zähne von den Viechern hier. Ich glaube, um dieses emaillierte Glas herzustellen. Und natürlich finden wir hier die meisten Zähne. Hallo. Mistviecher, ey. Können die sich nicht mal verpieseln? Ich habe jetzt nämlich keine Lust, hier die ganze Zeit rumzuschweben. Auf der anderen Seite möchte ich auch hier dieses Stasis-Modul nicht aus den Augen lassen. Denn das ist eben das letzte Teil. Und bevor ich jetzt wieder eine halbe, dreiviertel Stunde suche oder eine ganze Folge übersuche, es hat er sich jetzt beruhigt. Ist er wieder cool drauf oder? Ich werde mal Licht ausmachen. Weil ich kann mir nämlich auch vielleicht, ist es ja, okay, oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass er sich vielleicht von dem Licht vielleicht ein bisschen angepisst fühlt, aber nein. Das liegt auch ausgerechnet hier. Ausgerechnet muss das letzte Modul hier liegen, was ich brauche. Und ich habe nur noch 4%. Aber ich habe Medikits dabei. Das ist machbar. Aber ich traue mich nicht raus, solange die da rumschwirren. Ich werde es jetzt trotzdem mal machen. Mach ich 5. Mal langsam ranschleichen. Hallo? Mal ein bisschen verarschen willst du mich aber, ne? So ein klein wenig. So. Sauber. Ah. Tada. So, jetzt brauchen wir nur noch, in Anführungszeichen, brauchen wir jetzt nur noch Silber. Finden wir eigentlich hier mal ganz gut, muss ich sagen. Ich muss natürlich mal gucken. Cool wär's, wenn wir uns hier so einen kleinen Greifarm oder sowas ranbauen könnten. Da wollte ich eigentlich hin. Kupfererz bringt mir nichts. Also nicht. Uah. Welcome aboard, Captain. Und wenn man sich nicht das Schiff selber zerhaut. Ja, wir müssen sowieso noch so viel herstellen. Wir können ja auch noch so ein Reparaturtool noch herstellen und weißer Geier noch und so weiter. Ich bin mal gespannt, was wir aber an Zusatzmodulen für die Motte noch bauen können. Also das wäre ja nun auch schweinegeil, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen was machen können. Wir können ja bis zu 4 Teile noch anbringen. Ich weiß nicht, ich könnte mir eher vorstellen, dass es in Richtung Panzerung geht. Dass es vielleicht eher in Richtung Panzerung geht. Ah, das war wieder nur Titan. Wow. Vielleicht hier mal ein bisschen rumschwimmen. Vielleicht finde ich hier auf den Ecken noch irgendwas. Da ist noch was. Kupfererz. Da ist noch ein Pickel. Mal ein bisschen gucken.
Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Silber, da war Silber. So, ich brauche einmal, wo ist mein Boot da? Das war Silber, glaube ich, gerade. Welcome aboard, Captain. Ach je. So, ich würde mal sagen, wir gondeln wieder zurück. Ich flieg mal. Flieg, sag ich schon. Ich schwimme mal am besten als allererstes hier zu meiner Basis. Dann kann ich euch nämlich zeigen, was ich nämlich schon alles reingebaut habe. Und das mit der Energie ist nachher natürlich auch so eine Sache. Übrigens habe ich, hat das eigentlich ganz gut funktioniert mit den Solarpanels. Die funktionieren auch richtig gut. Machen eine ganze Menge Energie. Ich werde auf jeden Fall aber noch ein paar Module zusetzen. Vielleicht so zwei. Minimum zwei. So, und hier, wie ich euch schon erzählt habe, da habe ich halt noch ein paar Schränke gebaut. Ne? Ist ganz klar, machen wir. So, und hier habe ich noch einen Raum gesetzt. Das wird so mein Aufenthaltsraum. Und hier seht ihr schon, hier habe ich ein kleines Aquarium, wo schon ein paar Fische drin rumschwirren. Wenn ich da jetzt mal auf Linksklick gehe, dann seht ihr, ich habe insgesamt 8 Plätze für die Fische da. Also ich könnte jetzt hier 8 Fische halt dementsprechend einlagern. Und man kann die auch ganz problemlos hinzufügen. Ich denke mal, klar kann man es natürlich als Fischlager benutzen, sicherlich. Aber 8 Fische, das ist ja nun auch nicht so der Brüller. Also es ist, denke ich mal, eher so für Zierfische da oder halt, wenn man schwer zu fangende Fische oder seltene Fische findet, die kann man sich dann hier reinpacken, kann man machen. Achso, was ich ganz vergessen hatte, euch zu zeigen, das ist eigentlich auch eine coole Funktion, ist hier, gut, das ist jetzt bescheidene Qualität, ihr seht das schon, Bild festlegen, da gehe ich automatisch auf die Screenshots. Und ja, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, zack, das Bild möchte ich haben, hochladen in den Bilderrahmen. Und schon haben wir das Seemottenbild. Also das finde ich schon sehr cool, dass man sich auch sowas hier machen kann. Das finde ich, das sind so Kleinigkeiten, aber finde ich schon sehr cool. Ich muss mal eben gucken. Ich brauche Mikrochips. Mikrotisch, Korallenprobe. Okay, die haben wir, glaube ich, in dem anderen Lager. Grundmaterialien. Ich glaube auch, dass mir Quarz noch fehlt. Ja, Quarz fehlt mir auch noch. Dann brauchen wir also noch wahrscheinlich ein bisschen Quarz. Und Tischkoralle müssten wir eigentlich da haben. Die hatte ich nämlich in der Aufnahmepause geholt. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Quarz. Dann können wir 2 Mikrochips herstellen. Und dann müssten wir auch genug Material haben, um dieses Modul für die Seemotte zu bauen. Das hat für mich jetzt erstmal Priorität. Also wie eigentlich alles, auch ein Reparaturtool hat natürlich Priorität. Ist ganz klar. Na, aber, naja, alles zu seiner Zeit. Wir können ja nicht alles auf einmal, aber wir nehmen schon mal ein bisschen Material mit. Hey, so. Oh, guck mal, was ist das? Finish Stasis. Seemottenfragment brauchen wir nicht. Dann ist auch noch ein, da gucken wir natürlich auch mal rauf. Es kann ja sein, dass da irgendwas Neues mit bei ist. Ja, also sollten wir das nicht vergessen, da auch mal nachzugucken. So, da ist auch Quarz, das passt sehr gut. Quarz. Was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ich glaube, das werde ich in dieser Runde, an diesem Tag, in dieser Folge nicht mehr schaffen. Wahrscheinlich auch nicht in der nächsten. Aber ich wollte mal wieder losziehen. In dem Gebiet, wo wir schon mal waren, in diesem ganz dunklen Gebiet, also wo auch die Aurora ist, da möchte ich eigentlich mal ganz gerne hin eiern. Was haben wir hier? Seemottenfragment. Da möchte ich ganz gerne hin eiern, weil ich mir dachte, okay, jetzt haben wir so ein kleines Seemotten-U-Boot und jetzt können wir da mal gucken, ob wir da vielleicht was Interessantes finden, was Leckeres. Inventar ist voll. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Also da sollten wir auf jeden Fall Fall. Ach komm, das Quarzstückchen nehmen wir noch mit hier. Zack. Wenn wir schon mal hier sind. Da unten ist auch nochmal Quarz. Gucken wir gleich mal hin. Ich will mal schauen, was haben wir an Quarz da? 5-mal. Emergency. 10 seconds of oxygen. Dann holen wir uns noch einmal Quarz und dann haben wir nämlich 6-mal Quarz. Das reicht dann erstmal wieder für 3-mal Glas. Ja, wir brauchen sowieso noch viel mehr. Ich denke mal, mein Plan war so, dass ich sage,
Ich baue mir jetzt erstmal eine Basis mit ordentlich Lagerfläche und dann werden wir uns für jeden Schrank, machen wir uns einen schönen Schrank fertig für die ganzen Materialien. Ein Schrank für Quarz, ein Schrank für sowieso, ein Schrank für sowieso. Ne? Also richtig schön. Was haben wir hier? Inventar voll. Ja, Titan ist jetzt nicht so der Brüller. Also Titan kriegen wir mittlerweile ganz gut. Ich kann mich noch erinnern, diese Metallteile, die waren mal seltener. Und jetzt findet man sie fast an allen Ecken und Enden. Das ist schon recht cool. Wir müssen mal schauen, wie wir auch das Gewehr herstellen können. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Aber erstmal kommen die Chips. Und die stellen wir im Live-Pod am besten mal her. Ah, so. Ach nee, Moment mal. Moment. Ich muss mal eben gucken. Computerchip. Achso, ich muss die Computerchips natürlich erstmal herstellen. Titan haben wir dabei, Glas haben wir dabei. Und dann können wir diese Seemod-Modifizierungsstation können wir dann gleich bauen. Aber dafür müssen wir dann eben erstmal auf dem Live-Pod oder natürlich zur Basis. Aber da Live-Pod näher dran ist, gehen wir erstmal hier hin. Das ist als Backup auch recht cool. Also wenn mal die Basis zusammenbrechen sollte, haben wir auf jeden Fall immer den Live-Pod, um zu überleben. Das finde ich schon eine feine Sache. Elektronik kommt. Tischkorallen. Achso. Was? Achso, wir müssen auch wieder was futtern. Oh Mann. Haben wir was zu futtern dabei? Ne, was zu trinken hätten wir dabei. Aber was zu essen müssen wir gleich mal wieder schauen. Aber dafür brauchen wir die Tischkorallenprobe. Tischkorallenprobe brauchen wir. Zaps. So. Computerchip einmal. Und wir brauchen. Wie? Wir haben noch. Achso. Ich glaube, ich weiß warum. Moment. Computer brauchen wir noch. Tischkorallenprobe zweimal und. Silber. Da haben wir nämlich einmal Silber und zweimal Tischkorallenprobe. So. Da sollte das funktionieren. Mikrochip. Siehst wo. Da haben wir das. So, jetzt brauchen wir nochmal dringend was zu essen. Schon wieder. Wir sind schon wieder auf 17% Essen runter. Dann müssen wir gleich mal schauen, dass wir hier noch was sofort einkriegen. Da holen wir uns gleich mal was. Ich weiß gar nicht, ob die lecker sind hier, die Biester. Am besten sind tatsächlich diese Blasenfische, weil die haben so gut wie keine Minuswerte. Oder besser gesagt, die haben keine Minuswerte. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ich weiß jetzt natürlich, ob die Viecher jetzt so gut sind, die ich jetzt gefangen habe. Müssen wir gleich mal gucken. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. So. La 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 la. Gut, dann schwimmen wir erstmal wieder zurück und holen uns ein bisschen gebratenen Fisch. Haben wir hier noch was Feines? Titan, ja gut. Kann man machen. So. New Creature. Gary Fish analysiert. Ach so, habe ich das erstmal gefangen? Na gut, auch gut. Oh no, no. Können wir machen. Blumiger Geschmack, aber nur ganz wenig. Ah ja. Hauptsache was zu essen. So. Wups. Und dann machen wir noch ein bisschen Essen. Plus 13, plus 5. Ah, okay. Die haben also auch Pluswerte. Sehr schön.
Aber auch nicht so viel. Also sind wir jetzt gerade mal auf 37 hoch. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber wir haben jetzt erstmal Computerchips. Darum geht es erstmal. Und dann gucken wir mal, wie das dann ausschaut hier bei unserem Modul. Ich werde das erstmal so probieren, ob das so geht. Den können wir jetzt bauen. Können wir das da raufsetzen jetzt so mal eben spontan? Nee, da müssen wir wahrscheinlich erstmal... erstmal raufklettern. Das wird schon wieder nichts. Das mit raufklettern ist teilweise ein bisschen schwierig. Oh, das ist aber auch ein klein wenig nervig, muss ich sagen. Ich komme hier nicht rauf. Der klettert immer da, wo er eigentlich nicht klettern sollte. Mal gucken, vielleicht sollten wir in die Wasseroberfläche schwimmen, dann funktioniert das vielleicht ein bisschen besser. Nein, tut's nicht. Ich meine, ich will doch hier doch nur hoch. Mehr will ich hier doch gar nicht. Inventar voll. Benutzen! So, jetzt probiere ich das mal mit diesem Zusatzmodul. Bin ich denn da falsch vor? Seemottenmodifizierungsstation. In der Andockbucht bauen, um die Seemotte aufzurüsten. Andockbucht bauen. Ach so, ach Moment! Andockbucht. Jetzt Zweckraum. Korridor, Korridorfenster, Seemottenmodifizierungsstation. In der Andockbucht. Schott. Die meinen gar nicht das Ding, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Wandspind, Bilderrahmen, bla bla bla, Aquarium, bla bla. Die meinen gar nicht das Ding, weil das ist ja, das ist hier die, die mobile Version. Das ist die mobile Version, das ist gar nicht, ich dachte, das wäre die Andockbucht gewesen, aber das ist sie anscheinend nicht. Probieren wir das mal hier. Ob wir das Ding hier irgendwo bauen können. So. Hier können wir das nicht bauen. In der Andockbucht. Wir müssen eine Andockbucht bauen können. Welcome aboard, Captain. Wo können wir denn eine Andockbucht bauen? Verstärkung. Glaskorridor, Mehrzweckraum. Basic Room. Observatorium. Look at the ocean life. Das ist es auch nicht. Leiter in eine Andockbucht bauen, um die Seemotte aufzurüsten. Andockbucht bauen. Um die Seemotte aufzurüsten. Fundamentverstärkung, Luke. Korridor, 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 Fenster. Erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Ah, okay, auch schön. Geräte. Schrank, Wandspind, Schild, Bilderrahmen, Bank. Uns fehlt die Andockbucht. Wir können die Andockbucht nicht bauen. Ich kann hier nirgends bauen. Ich muss sie hier irgendwo bauen können. Aber wo? Scheiße. Andockbucht. Ich schnapp mir mal... Welcome aboard, Captain. Da wird sich ja nichts dran ändern. Andockbucht. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, das kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar hatte ich versucht,
Hier dieses Observatorium. Ich meine, das kann ich jetzt eh nicht bauen. Weil ich das emaillierte Glas gar nicht dabei habe. Aber das kann ich gar nicht setzen. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Auf jeden Fall habe ich da auf der einen Seite ja einen Zugang. Und so eine Plattform in der Mitte. Und normalerweise müsste ich das hier oben bauen können. Ich werde nur mal eine Sache probieren. Das kann ich ja sicherlich demontieren hier, ne? Das werden wir auch mal machen. So, und wie sieht das eigentlich da drin aus? Kann ich da rein? Nö. Nee, nicht wirklich. So, da werde ich jetzt mal versuchen, ob ich da das nicht aufbauen kann. Vorher hole ich mir nochmal das emaillierte Glas. Wenn das nämlich funktionieren sollte, versuche ich das mal. So, das war, glaube ich, hier drin. Ah, ich habe, glaube ich, auch noch was drüben gelassen. Dann würde ich mal sagen, lassen wir... Gut, wir können das natürlich verarbeiten. Mikrochips lassen wir auf jeden Fall hier. Nicht, dass wir die nachher noch verlieren. Kupfer können wir eigentlich auch mal hier lassen. Glas. Da können wir auch noch Glas herstellen. Wir können mal sonst Glas und nochmal Titan herstellen. Aber wir müssen auch gleich zusehen, dass wir hier noch was zu essen kriegen. Merkwürdig. Glas könnten wir herstellen. Glas. Scheiße. Müssen wir, glaube ich, rüber. Guck mal hier mal drüben hin. Weil ich glaube, da hatte ich das emaillierte Glas, hatte ich da, glaube ich, auch reingesetzt. Ich muss mal schauen. Aber ich hatte es in einem Bild gesehen, in einem Screenshot auf der offiziellen Seite, dass man dieses Observatorium. Was geht hier dann ab? Ja, Calories. Calories ist das Problem. Wir haben hier noch Glas. Ach, und Pirscherzahn brauchen wir. Ach, hier ist das emaillierte Glas. Siehste, meine ich doch. So, emaillierte Glas. Und das ist das normale Glas. Gut. Wir brauchen unbedingt auch noch wieder was zu essen. Aber wir haben ja drüben in der Basis haben wir ja noch ein paar Fische im Aquarium. Sonst müssen wir uns die erstmal reindrücken. Ich würde jetzt aber erstmal schauen, ob das nicht funktioniert, das Observatorium. Weil, wie ich schon sagte, ich hatte mir ein Bild angeguckt, da... War es möglich, das Observatorium auch... Nee, es geht nicht. Das ist natürlich hundertprozentig ein Denkfehler, den ich hier gerade begehe, aber... Vor allem, weil auf der einen Seite ist auch ein Shot. Auf der einen Seite ist auch ein Shot. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Naja, da muss ich mal gucken. Da muss ich nur mal gucken. Genauso am besten noch wegen der Anstockstation. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig. So. Nee, ich wollte einfach nur drauf zugreifen. Oh, was ist hier los? So. Wir nehmen mal die Kika. Die werden wir uns mal rausnehmen. Die werde ich erstmal braten, weil sonst verhungere ich hier gleich. Und das wollen wir ja nicht. So, Kika. So. Ein Kika. So, wunderbar. Ja, das ist natürlich die große Frage. Die Frage des Tages. Wie wir das hinkriegen. Ich glaube, ich werde da gleich nochmal googeln. Ins offizielle Wiki nochmal reingehen und mal schauen, wie sich das genau verhält. Mit der Anstockstation. Achso, mit dem Gewehr können wir auch gleich nochmal gucken. Können wir das hier vielleicht schauen, was ich dafür brauche?
Gewehr, 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 Werkzeug, das steht sicherlich. Ah, guck mal hier, Stasi-Gewehr. Erweiterter Kabelsatz haben wir, Batterie haben wir, Silikongummi haben wir, sehr geil. Stase-Blaupause, friert physische Objekte ein. Kracherpulver muss ich auch nochmal nachschauen. Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich noch machen werde. Ich werde hier erstmal, glaube ich, meine Materialien erstmal umbauen. Silikongummi brauche ich. Das auf jeden Fall. Und Glas, glaube ich, auch. Können wir gar nicht mehr herstellen, weil wir schon alles verballert haben. Macht ja nichts. Kein Problem. Säurepilz, Kupfererz. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mal in den nächsten Folgen zusehen, dass ich, naja, einmal das Stasi-Gewehr brauche. Dafür habe ich eigentlich alles da. Sofern ich mich da jetzt nicht groß irre. Müsste aber so weit hinhauen. Und ja, dann muss ich nochmal online schauen, wie wir das am besten hinkriegen hier mit dieser Andockstation, dass wir dann wirklich auch mal andocken können. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Können wir das hier irgendwo. Komm, ein letzter Versuch noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier irgendwo ranbaut. Das ist ja etwas, was man hier irgendwo außen, ich meine, innen anbaut und dann irgendwie dann außen modifiziert oder so. Ich habe keine Ahnung. Gut, da werde ich dann auf jeden Fall nochmal gucken. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat, die mehr na, sag schon, von Subnautica sehen wollt. Und ja, ich werde nochmal ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen rumgucken und vielleicht habe ich in der nächsten Folge schon wieder ein paar Antworten. Genau. Und bevor wieder Emergency ist, gehe ich mal wieder rein in mein neues Zuhause. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.